Warhammer Quest Blackstone Fortress erschien Ende 2018 als Science-Fiction-Variante des Klassikers Warhammer Quest. Ähnlich wie das Reboot des klassischen Dungeon Crawlers von 2016 nutzte Blackstone Fortress ein neues Aktivierungssystem, welches den Spieler mehr als den genretypischen üblichen zwei Aktionen zur Verfügung stellte und diese auch noch mit den Lebenspunkten koppelte. Dem Zeitgeist entsprechend handelt es sich bei Blackstone Fortress also auch um einen Dungeon Crawler, den man kooperativ gegen das Spielsystem spielt. Allerdings mit einem umfassenden Kampagnensystem und massenhaft Miniaturen aus dem Warhammer 40.000 Universum mit der hohen Qualität von Games Workshop. Leider war die Kampagne des Grundspieles aufgrund des sehr in die Länge gezogenen, repetitiven Spielprinzips und der wenig motivierenden Charakterentwicklung ein Fall für Hausregeln, damit man vom eigentlichen Dungeon Crawl nicht demotiviert wurde. Das Spielprinzip war super und die Kämpfe durchaus taktisch, aber um eine der Questen zu lösen, sind im Normalfall ein halbes Dutzend Spielabende vonnöten, um am Ende einen der begehrten Umschläge zu öffnen. Zumindest war es bei uns so. Nach zwei kleinen Erweiterungen mit neuen Questen und Miniaturen ist nun im Spätsommer 2019 die neue erste große Erweiterung zu Blackstone Fortress mit dem Namen Eskalation erschienen, welches ich hier mir jetzt einfach mal anschaue und das Video zack somit zu einem Unboxing wird. Ganz plötzlich. Natürlich sind nicht nur neue Miniaturen in der Box, sondern auch logischerweise erst einmal Regelhefte. Zum einen haben wir das Heft, das die zusätzlichen Regeln der neuen Queste erklärt. Diese wirkt dieses Mal stringenter und weniger zufällig, denn die Anreihung der Dungeons und der Zufallsereignisse wird nicht mehr durch das Kartendeck zusammengestellt, sondern durch eine feste, aber variabel abzulaufende Anzahl von Räumen, die mit kleinen festen Ereignissen gekoppelt sind. Das ist im Endeffekt jetzt nicht groß anders als die Queste aus der Grundbox, lässt aber das Gefühl der geschichtlichen Progression etwas stärker wirken. So gibt es eine leere Karte, durch die man sich im Endeffekt durchkämpft, um den richtigen Weg zur finalen Zitadelle zu finden. Jeder Raum, den man durchquert, hat mehrere Ausgänge, durch die man diesen verlassen kann. Je nachdem, welchen Ausgang man nimmt, kommt man zu einer anderen Begegnung, die einem den Zutritt zu einem anderen Raum gewährt. Und somit sind die Räume alle zusammenhängend, inklusive fünf spezieller Dungeons, die eigene Sonderregeln, spezielle Spielfelder und Ereignisse haben. Das liest sich in der Theorie richtig gut, erfordert aber wieder sehr viel Sitzfleisch, denn wenn es dumm läuft, kämpft man sich auch hier wieder durch 17 größere und kleinere Dungeons. Einige der Zwischenereignisse lassen sogar eine Anzahl an Zufallsbegegnungen stattfinden, wodurch die Spielzeit noch weiter gestreckt werden kann. Das ist an sich ja auch überhaupt kein Problem, denn wir alle wollen ja immer mehr für unser Geld haben, aber etwas repetitiv ist das Spielprinzip schon, denn die Charakterentwicklung wurde auch mit Eskalation nicht weiter ausgebaut. Klar kann man jetzt einen Begleiter finden, der einem in den folgenden Dungeons unterstützt und man kann weiterhin Ausrüstung in der Hub-Welt zwischen den Expeditionen kaufen, doch sind diese meist leider weiterhin nur Einwegware. Dafür wird mit jeder Expeditionsunterbrechung, also der Rückkehr in die Hub-Welt, die Eskalationsstufe erhöht, was den Spielern weitere Nachteile bringt. Nur wenn man einen der vier Chaos-Schreine findet und diese Dungeon löst, wird die Eskalationsstufe wieder verringert. Der Fokus liegt hier also auf Schadensbegrenzung durch Progression anstatt dem Aufleveln der Spielfiguren. Die Aufteilung der beiden Bücher in Regeln und Abenteuerbuch ist wieder sehr gut gemacht, genauso wie in der Grundbox des Brettspiels. Das Regelheft hat sogar noch sehr viel Hintergrundgeschichte zur Queste und zu den vier neuen Helden, welche der Box beiliegen. Das dritte Heft im Bunde sind die Datenblätter, um die Miniaturen auch in Warhammer 40.000 einsetzen zu können, weshalb die Box natürlich auch für all diejenigen interessant sein könnte, die kein Blackstone Fortress spielen wollen, aber Interesse an den 5 Imperiumsfiguren oder den 8 Chaoskultisten haben. Und natürlich ist noch ein Heft mit Bauanleitung für die Figuren mit drin. Auch dieses ist in der GW-typischen, sehr guten und übersichtlichen Qualität und hilft enorm beim Zusammenbau der Miniaturen, die eigentlich auch ohne Kleben zusammengesteckt werden können, aber hier und dort doch etwas knifflig sind. Also eine sehr gute Anleitung auch für Anfänger. Wie es sich für eine Brettspielerweiterung gehört, ist auch eine Menge Pappe mit am Start. Unter anderem natürlich neben Markern auch den Anzeiger für die Eskalationsstufen, der an die Untergrund genannte Hubwelt angelegt wird und mit den 4 Stufen erweitert wird. Außerdem sind noch neue Spielfeldflächen dabei, welche mit den bestehenden Hexfeld-Elementen kombiniert werden können und elementar für die neuen Dungeons sind. Das liefert zum Glück etwas Abwechslung in die, naja, auf Dauer schon relativ eintönig abstrakte Dungeon-Welt. Außerdem sind noch 2 neue Raumschiffplättchen mit dabei, welche an die Hubwelt angeknüpft werden, wenn die passenden Helden im Spiel sind.
Unter dem Pappmaterial finden wir die Miniaturen des Spiels, aber um die kümmern wir uns mal am Ende des Videos und gehen das restliche Spielmaterial durch. Der geheime Umschlag, den wir öffnen dürfen, wenn wir die Queste durchgespielt haben, ist dieses Mal relativ groß und hart. Es scheint etwas aus Pappe drin zu sein, aber was ist es wohl? Tja, ich werde es wohl mal durchspielen müssen, um diesen Umschlag zu öffnen. Aber erstmal müssen wir die allererste Quest abschließen. Ich muss meine Jungs irgendwie dafür nochmal motivieren. Weiterhin enthalten sind die Karten, die für die neuen Helden und Gegner gebraucht werden. Also kleine Initiativkarten der Helden, sowie deren Charakterbögen und die Gegnerbögen der neuen Kultisten und des Firebrand-Kultisten, sowie einer stärkeren Version von Obsidius Malex, dem Endgegner aus der Kampagne der Grundbox, der jetzt wieder mit dabei ist. Oh Mist. Spoiler! Nun ja, wer Interesse an der Box hat, wird bestimmt schon mal was darüber gelesen haben. Und sogar der Beschreibungstext auf der Box spoilert die Tatsache, dass Obsidius Malex nicht tot ist. Weitere Umschläge für Charaktere, um den Fortschritt zu speichern, sind ebenfalls enthalten, wie wiederverschließbare Tütchen für Marker, Karten und weiteres Spielmaterial. Eine Sache, die ich extrem gut finde, damit man sein Spiel schön sortiert verstauen kann. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Einlage für die Miniaturen und es wäre perfekt. Ach ja, und ganz unten finden wir einen Satz Karten für die Erweiterung. Die unterteilen sich in die Ressourcenkarten für die beiden neuen Raumschiffe, sowie in die Karten der neuen Dungeons, weitere Mortis-Karten und eine Karte für je einen der Chaos-Schreine, die man bekommt, sollte man einen der Schreine geschafft haben. Ja, das ist schon einiges an Inhalt, kommen wir aber jetzt doch einfach mal zu dem, weshalb ihr alle dieses Video guckt, nicht wahr? Den Miniaturen. Beginnen wir mit den vier Helden plus dem Begleiter. Wie zuvor bei Blackstone Fortress ist es eigentlich für mich erfrischend zu sehen, dass wir es hier mal nicht mit Space Marines zu tun haben, sondern mit Modellen aus der 40k-Welt, die nicht unbedingt komplett immer in Armeen an vorderster Front laufen. Die Helden sind allesamt aus dem Imperium, sei es die Rogue Traderin, welche übrigens die Anführerin der komplett neuen Truppe ist, oder dem Kreuzritter sowie der Psykerin. Der vierte der Runde ist der Techno-Archäologe, der offensichtlich dem Adeptus Mechanicus angehörig ist. Der Begleiter ist ein recht bullig wirkender Servitor. Alle Modelle wirken allesamt erfrischend, ja, fast schon zivil und wenig militärisch, was dem Forscherstil der Figuren zugute kommt. Auch wenn das keine neuen Modelle sind. Games Workshop hatte 2019 ein Brettspiel mit dem Namen Combat Arena veröffentlicht, was sich spielerisch an neue Leute richtete, die noch nicht im GW oder insgesamt Tabletop-Hobby involviert sind. Weshalb es diese Box auch nicht regulär bei Games Workshop zu kaufen gab. Und die Modelle aus dem Combat Arena Set sind jetzt die Heldenfiguren aus Eskalation. Auf der anderen Seite haben wir komplett neue Kultisten, welche ich auch relativ ansprechend finde. Der Look erinnert mich an so etwas wie aufgepumpte Barbaren mit dicken Knarren. Auch schön ist die Aufteilung in männliche und weibliche Heretiker. Die durchgezogene Designlinie der wenigen Kleidung, dicken Boots und der Metallmasken passt gut zum Chaos und ist fast schon erfrischend reduziert dargestellt. Der Firebrand-Kultist mit seinem großen Flammenwerfer hingegen ist der Arnie, der Terminator der Runde. Ob man nun die Darstellung von Flammen an Miniaturen mag oder nicht, ist Geschmacksfrage, wie so vieles andere auch, aber dieser Bausatz allein ist handwerklich schon beeindruckend. Einfach aufgrund der vielen freihängenden Elemente, wie halt zum Beispiel das Feuer oder aber den Schläuchen. Ob es nun diesen großen Kopfschmuck oder die Stoßzähne von seinem Gesicht gebraucht hätte, na, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber er sticht aus der Reihe der anderen Kultisten definitiv hervor. Allen Miniaturen gemein ist, dass sie relativ fix zusammenzubauen sind, auch wenn die Anleitung bei einigen der Figuren definitiv vonnöten ist. Und gerade bei den filigranen Elementen der Heldenfiguren muss man sehr genau aufpassen, nicht zu zerbrechen, das kann nämlich äußerst schnell passieren. Aber das Schöne ist, man braucht keinen Kleber, sondern kann die Figuren alle direkt zusammenstecken und sie halten. Von der Modellierung her haben alle Figuren gemein, dass sie relativ statisch wirken. Es sind keine krass ausgefallenen Posen oder eine vergleichbare Körperstudie, wie es die Statuen der Antike sind, aber es sind solide, robust wirkende Miniaturen, die für einen Dungeon Crawler eine wunderbare Varianz reinbringen, ohne Doppelung zuzulassen. Es ist wirklich schön zu sehen, dass Games Workshop offenbar bemerkt hat, dass es beim Grundspiel von Blackstone Fortress ein paar Probleme in der Langzeitmotivation gab und mit der Erweiterung Eskalation die Art einer großen Queste abgeändert hat. Diese ist zwar immer noch sehr zeitaufwendig, gibt dem Spieler aber nicht unbedingt das Gefühl, dass man immer wieder durch unwichtige Räume läuft, um viel zu wenig Ressourcen zu creepen, die man dann wiederum braucht, um Fortschritt zu generieren. Die Idee mit den zusammengekoppelten Räumen hilft dem Fortschrittsgefühl enorm und motiviert mehr. Vor allem auch durch die neuen Gegner und Heldentypen, die noch mehr Varianz ins Spiel bringen. Von der Figurenqualität, ja, da müssen wir glaube ich gar nicht drüber reden. Was Games Workshop hier im Plastikguss hinlegt, ist echt super.
Ebenso das Spielmaterial, das top ist, auch wenn der Druck der Kanten des Pappmaterials nicht umgeschlagen ist. Blackstone Fortress-Spieler, die das Grundspiel sowie die beiden Erweiterungsquesten und die ganzen Regelerweiterungen im White Dwarf durchhaben, finden hier auf jeden Fall neues Futter für diverse Spielabende. Wer nur auf die Miniaturen scharf ist, ja, der bekommt zwar hübsche Plastikfiguren, keine Frage, sollte sich aber vielleicht dann doch mal überlegen, das Boardgame auch mal zu spielen, damit sich halt diese Erweiterung für 85 Euro auch lohnt. Wenn ich mir für zukünftige Erweiterungen von Blackstone Fortress etwas wünschen würde, dann ist es eine ausführliche und dauerhafte Charakterentwicklung und ein vernünftiges Regelsystem für den fünften Spieler. Der hat nämlich bisher nur die Aufgabe, die zufallsbasierten Aktionen der Gegner auszuwürfeln. Also ist er im Endeffekt sowas wie Uhura, einfach das zu wiederholen, was der Computer sagt. Würde so etwas kommen, dann würde Blackstone Fortress definitiv an Langzeitmotivation gewinnen und sein Potenzial wirklich voll ausschöpfen. Und ich könnte meine Dudes dazu bringen, das Spiel weiter mit mir zu spielen. Ja, das war meine Meinung zu Blackstone Fortress Eskalation. Was haltet ihr von dieser Erweiterung? Habt ihr sie schon gespielt? Seid ihr der gleichen Meinung? Oder habt ihr vor, euch das zu holen? Habt ihr überhaupt Blackstone Fortress gespielt? Oder ist das für euch nur eine Box? Oder sind das für euch nur Boxen, um an die Miniaturen zu kommen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Unboxing-Review gefallen hat, ja, dann lasst mir doch ein Like oder vielleicht auch ein Abo da. Und die Glocke könnt ihr auch noch aktivieren. Dann würdet ihr nämlich jedes Mal benachrichtigt werden, wenn es neue Reviews oder insgesamt Videos hier bei Dice gibt. Danke. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy Welt.